So, meine Freunde, ihr wolltet es, ihr bekommt es. Endlich wieder Videospielmythen, oh yeah. Und der heutige Mythos ist weniger ein Mythos und vielmehr eine wahre Begebenheit. Eine sehr aktuelle Begebenheit. Einige Gamer unter euch haben es bestimmt mitbekommen, letzte Woche kam Metal Gear Survive raus. Ehrlich gesagt war ich nie großer Fan der Metal Gear Reihe und der neue Ableger kam ziemlich bescheiden an. Aber das, was momentan drumherum passiert, ist einfach nur abgefuckt und skandalös. Hierbei muss ich jedoch ein bisschen ausholen. Es geht nämlich um Konami, den Videospielhersteller von Metal Gear, und Hideo Kojima, ein sehr angesehener Spieleentwickler, der Metal Gear quasi erschuf und ehemaliger Vizepräsident von Konami. Ihr müsst wissen, damals, im Rahmen von Metal Gear Solid 5, gab es ziemlich viele Gerüchte darüber, dass Kojima von Konami gefeuert wird und das Arbeitsverhältnis bei Konami generell ziemlich schlimm sein soll. Manche reden von mafiösen Strukturen, andere gehen von regelrechter Sklavenarbeit aus. Und tatsächlich kam es so, dass Kojima gefeuert wurde. Laut einem Mitarbeiter deswegen, weil er viel zu viel Geld dafür ausgab, ein perfektes Spiel zu kreieren und viel zu wenig den Business-Aspekt im Auge behielt. Wow. Das ist aber nicht mal der schlimmste Part. Kojimas Name wurde aus den Credits von Metal Gear Solid 5 einfach gestrichen, das neue Silent Hill, für das es bereits eine Demo gab, einfach gecancelt und das krasseste, 2015 haben die Anwälte von Konami Kojima verboten, seinen Game Award Preis anzunehmen und abzuholen. But unfortunately he was informed by a lawyer representing Konami just recently that he would not be allowed to travel to tonight's awards ceremony to accept any awards. Ab da an war der Hate gegenüber Konami einfach nur noch immens. Aber jetzt kommen wir zu einem Mythos-Aspekt, jetzt wird es richtig abgefahren. Wie es aussieht, hat Kojima, bevor er gefeuert wurde, in Metal Gear Solid 5 eine geheime Botschaft versteckt. Oder vielmehr eine Warnung. Die Warnung teilt euch mit, dass er bald gefeuert wird und seine bisherigen Projekte ausradiert. In der Mission Déjà-vu entdeckt man ein Kojima Productions Logo, das aussieht wie ein schwarzes Loch. Und an einigen Wänden findet man noch Tags mit den Logos der Metal Gear Spiele. Leuchtet man jetzt mit der Taschenlampe drauf, verschwinden diese Trademarks. Interessanterweise nur bei Ablegern, wo Kojima mitgewirkt hat. Die, wo er nicht mitgewirkt hat, bleiben erhalten, wenn man drauf leuchtet. Sobald man alle Logos gefunden und ausradiert hat, begibt man sich zum Hubschrauber und euch erwartet eine Secret Message. Das war Kojimas Stimme. Er bedankt sich, könnte man sagen, bei den wahren Fans. Und hier eine weitere Nachricht, die meiner Meinung nach ziemlich rührend ist. Ich glaube, da hätte man schon ahnen müssen, was passieren wird. In einem alten Interview erzählt Kojima sogar, dass er als Symbol für das Gefängniscamp das Konami-Logo verwenden wollte. Ich glaube, hierzu kann man auf jeden Fall was reininterpretieren. Aber jetzt zu dem neuen Kojima-losen Metal Gear, das schon zu Tode gehatet wurde, bevor es überhaupt rauskam. Konami hätte beweisen können, dass sie es auch ohne Kojima hinkriegen. Haben sie aber nicht. Das Spielprinzip ist langweilig, die Grafik veraltet und generell hat das Spiel einfach gar nichts mit Metal Gear zu tun. Außerdem kann man sich für Echtgeld das dreisteste DLC holen, von dem ich je gehört habe. Mehr Speicherslots. Gegen Euro. Konami hat momentan mit regelrechten Shitstorms zu kämpfen. Es sind aber, wie sich neulich herausstellte, nicht nur die Spieler. Hier kommt Mythos Nummer 2. In der Anfangssequenz von Metal Gear Survive steht euer von euch eingegebener Name auf einer Liste. Der erste Name auf der Liste ist Vengeful Mosquito. Beachtet hierbei, dass Vengeful für rächend steht. Ab hier sind nur die ersten Buchstaben aller Nachnamen wichtig, die man von oben nach unten liest. MG steht wahrscheinlich für Metal Gear. KJP ist der Kürzel für Kojima Productions. Danach kommt euer Name, der nicht zählt, weil ihr quasi alle stehen könnte. Danach kommt Forever, also Kojima Productions Forever. Und zum Schluss nochmal zwei Namen, Bastard Yota und Cunning Yuji. Ein Zufall, dass Director und Producer des Spiels Yota und Yuji heißen? Ich glaube kaum. Bastard ist selbsterklärend und Cunning bedeutet zwar sowas wie listig, wird in Japan aber auch gerne als Bezeichnung für hinterhältig verwendet. Also, Recap. Vengeful Mosquito, der rechte Spieleentwickler, der insgeheim auf Kojimas Seite ist. MG, also es geht hier um Metal Gear. Kojima Productions Forever, quasi als Zeichen der Loyalität zu Kojima. Bastard Yota und Cunning Yuji, Konami-Entwickler werden hier nochmal beleidigt. Damn, selbst Konami-Entwickler hassen Konami. Ohne Witz, ich hoffe, dass sie den Entwickler nicht angezeigt haben oder Schlimmeres. Zum Glück macht Hideo Kojima jetzt sein eigenes Ding. Ihr habt wahrscheinlich von Death Stranding gehört, mit Norman Reedus, das ist von ihm. Und aus dem Metal Gear Franchise von Konami werden immer mehr Glücksspiele. Es ist einfach nur ein Trauerspiel. Wollte uns Kojima 2015 wirklich warnen? Und was hat es mit der Liste von Metal Gear Survive auf sich? Schreibt eure Meinung mal unten in die Kommentare. Und gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr Videospielmythen sehen wollt. Folgt meinem Gaming-Kanal, da geht momentan viel Action ab. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und immer schön bleibt, positiv bleibt.